Hallo Leutchen, hier ist Blase. Ich wollte mal heute so ein kleines spontanes Video machen und mal erklären, warum für mich die Welt oder unsere Erde flach eben ist. Flach und eben mit Berge, Täler, Flüsse, Meere und so weiter. Ja, auch Sonne und Mond muss man erwähnen, die Sterne, die über uns kreisen. Ja, also seit ein paar Jahren befasse ich mich damit und ja, das ist einfach so, weil die wichtigsten Sachen, so wie Wasser, die sind immer flach. Wasser, wenn man Wasser verkippt, nimmt immer sein Level ein, fließt immer zum tiefsten Punkt. Wasser kann sich nicht biegen. Ja, und alles so eine Sachen. Ich meine, die Menschen arbeiten seit Jahrhunderten mit Wasserwaage oder Schlauchwaage. Und auch wenn man so eine Flasche nimmt, ich habe jetzt keine hier, aber wenn man eine Flasche nimmt, ja, und eine Flasche dreht oder so, Wasser nimmt immer sein Level ein. Immer, bleibt immer gerade. Wasser wird nie so stehen bleiben oder sonst was. Schräg stehen. Das geht nicht. Das ist einfach ihre Eigenschaft. Überhaupt von Flüssigkeiten. Ja, und dann, hier, unser Globus. In der Schule wurde uns erzählt, am Äquator dreht sich die Erde mit 1666, na ja, da ist auch mal die 666 schon wieder drin, km/h um die Sonne. Und wir spüren davon nichts. Das ist ein Unding. Ja, früher als Kind habe ich das geglaubt, aber jetzt als Erwachsener, das geht nicht. Stellt euch das mal vor, jeder kennt ein Karussell und das dreht sich dann nicht mal ein bisschen mehr wie Schrittgeschwindigkeit, da drückt es einen schon an den äußersten Rand. Ja. Und ja, dann kommen sie in der Schule mit Gravitation. Das sind alles nur Theorien. Ja. Auch wo meine Eltern mir die ersten Sternbilder früher gezeigt haben, bei so einer langen Zugfahrt, da hatten wir Zeit rausgeguckt und so weiter. Ich muss sagen, da war ich Kind, jetzt bin ich oder gehe ich auf 55 zu und die Sternbilder haben sich nicht verändert. Ja, und was sie eigentlich müssten, wenn diese Kugel, ja, mit 1600 km/h um die Sonne und dann weiter durchs Universum mit, ich glaube, es war bis zu einer Million km/h oder noch mehr oder ja, immer weiter im Universum, dann mit einer Milliarde und so weiter ins Universum und das breitet sich immer weiter aus. Leute, das ist für mich absoluter Nonsens. Das kann man nicht beweisen, das geht nicht. Ja, und vor allen Dingen, dass wir hier auf der Erde nichts mitkriegen. Auch mit den Wolken, das habe ich schon selber gefilmt, wie verschiedene Wolken, die einen gehen so lang, die anderen so lang. Ich meine, wenn es Gravitation geben würde, dann müssten die alle in eine Richtung gehen. Ja. Und die Flieger, wie funktioniert das mit den Flieger, mit 800 km/h? Die Erde dreht sich 1600, die würden nie ankommen, wenn sie in eine bestimmte Richtung fliegen würden. Ja, das sind alles Sachen, die sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist einfach so. Ja, und ja, da gibt's ja noch mehrere Sachen. Wenn man davon ausgeht, dass das heliozentrische Weltgebilde alles von Freimaurern und Jesuiten kommt. Ja, ich meine, das größte Teleskop hat den Namen Lucifer. Da hört es ja bei mir ganz auf. Lucifer ist der Teufel. Ja. Und die großen Dinger, die gehören alle der Kirche. Ja, und der jetzige Papst, der ist Jesuit. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das hört sich jetzt nicht irgendwie schlimm an. Aber wenn man sich damit befasst, was Jesuiten sind, ja, die wurden nämlich vor ein paar hundert Jahren gegründet von Ignatius von Loyola, glaube ich, heißt er. Es war der Obergeneral, die den Papst beschützten, aber die haben einen eigenen Schwur und der ist sowas von grausam. Ich glaube, da tritt der letzte auch noch aus der Kirche. Das müsst ihr euch mal anhören. Ja, und
die Sache dabei ist eben, die meisten Gläubigen, die wissen davon gar nichts. Ich habe so viele Gläubige schon gesprochen, die wirklich heilig sind und in katholische Kirche glauben. Ne? Die wissen nichts davon, die wissen gar nicht, was Jesuiten sind. Ne? Und das sind Sonnenanbeter. Für mich ist die Kirche ein Totenkult. Ja, und das sind Antichristen, ganz einfach. Jedenfalls nicht die Gläubigen, die dahinter stecken. Sitzen im Vatikan, in Logen, überall. Freimaurer glauben auch an Luzifer. Die beten Luzifer an. Manche haben vielleicht von euch schon Bilder gesehen, von Kirchenträgern, sogar vom Papst, wie er so macht. Ja, also das ist das Teufelzeichen. Ja. Da könnte ich stundenlang drüber reden. Ja, aber man muss erstmal die Leute irgendwie wecken, bevor sie an das Thema gehen. Ich persönlich glaube nur an den Schöpfer, weil der Schöpfer ist für mich die Natur. Muss jeder für sich ausmachen. Und das ist eben meine Meinung dazu. Und wie gesagt, ich glaube nicht an die flache Erde. Ich bin fest davon überzeugt. Weil ich habe noch nie eine Erdkugel. Ich bin bestimmt schon 50 Mal geflogen. Ja, mit Hin- und Rück. Landung. Ich habe noch nie da oben eine Erdkrümmung gesehen. Ja, ich habe immer bloß einen geraden Horizont gesehen, auf Augenhöhe. Das kann man auch von jedem Turm, von jedem Berg sehen. Es gibt keine Erdkrümmung. Ja, und ganz anders, ich habe schon andere Bergmassive gefilmt, von Kroatien aus, von Ägypten, überall wo ich mal war und was Interessantes gesehen habe. Ich konnte manchmal 140, 45 Kilometer gucken, ja, manchmal noch weiter. Ja, da sind Inseln zu sehen, die gar nicht mehr eigentlich man sehen könnte, laut Erdkrümmungsrechnung. Okay, das schweift so weit aus. Vielleicht mache ich nochmal irgendwann was drüber. Ja, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Lasst euch nicht so vergiften von den Chemtrails. Das sind die weißen Dinger da oben. Das sind nämlich keine Kondensstreifen. Haut rein, bleibt gesund, macht weiter so. Tschüssi.